Keiner, der mich weckt? So, was hast du? I woke up in a bartering mood today. In Tauschlaune? Ich sollte dir einfach alles geben, was ich noch habe. Gratis. Ey. Er macht nur einen Scherz, oder? Du hast genug geholfen. Du hast es dir verdient. Muck. Ich habe aber schon immer gern gehandelt. Ein guter Tausch. Niemand nimmt sich mehr, als er braucht. Alle sind zufrieden. Muck. Macht es dir nichts aus? Es macht mir nichts aus. Dieses Zeug, das du immer eintauschst, dieses Nanogel, das ist echt super. Es ist irgendein Zwischending. Weder das eine noch das andere. Das eröffnet Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber es muss für irgendwas nützlich sein. Ja, gib mir das, damit kriege ich Level. Solange du es nicht isst. Oink. Es riecht essbar, aber du solltest es nicht probieren. Es würde dir vermutlich ein Loch in den Magen brennen. Good to know. Aber woher wissen wir das? Hä? See you around, buddy. Okay. Kriegen wir jetzt gratis Sachen? That's junk to me. Der hat gar nichts. Der hat nur diese Energiehelfer und so. Eigentlich sollten wir davon auch welche holen, ne? So diese Metallpillen. Normalerweise würden auf jeden Fall die Bosse erleichtern. Ja, natürlich bin ich das. Warte mal hier. Hoch und auf. Natürlich bin ich das. Hier. Wie fühlst du dich, Mathilda? Oink. Müde. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Mir ging so viel im Kopf herum. Deshalb bin ich aus meinem Zelt gekrochen und habe mich ins Gras gelegt. Alle waren still. Außer Woper. Er schraubte immer noch an Gambler herum. Kroch unter ihr und um sie herum und in ihr herum und redete mit sich selbst, sang Lieder, tat seine Arbeit. Ich habe ihn eine Weile beobachtet. Er hatte diese Scheinwerfer in einem Kreis um den Schiffsrumpf aufgestellt und im Halbschlaf habe ich mir alles wie so ein Theaterstück vorgestellt. Ein experimentelles Stück. 3 Stunden lang über einen Mann und sein Raumschiff. Oink. Er wusste, was er tat. Er hatte eine genaue, definierte Aufgabe, die entweder erledigt oder nicht erledigt ist. Ich beneidete ihn darum. Muck. Ich steckte in einem einzigen Wirrwarr, voller Irrwege und Sackgassen. Die Reparaturarbeiten an Gambler sind beinahe abgeschlossen, aber das statische Feld ist weiterhin aktiv. Ich will nicht, dass alle sterben, weil ich gescheitert bin. Du wirst nicht scheitern. Ich habe keine Ideen mehr. Ich bewege mich im Kreis. Bock. Eventuell müssen wir die andere Option in Betracht ziehen. Was sind denn die andere Optionen? Sag mir eins. Hast du bei deinen Erkundungen jemals von einer Kreatur namens Konstrukt gehört? Muck? Anscheinend handelt es sich um eine Maschine. Ja, Konstrukt, ist das nicht der Bruder gewesen von diesem roten Typi? Mit einem humanoiden Körper? Genau. Allgemein humanoid. Groß und unheimlich alt. Wenn die Gerüchte stimmen, ein ewig währendes Ding, das über den Mond wandert, endlose Labore unterhält und fragwürdige Experimente durchführt. Muck. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Das ist bestimmt dieser schwarze Kerl. Die Landstreicher Seymod redet oft über Konstrukt. Er behauptet, Konstrukt sei für das statische Feld verantwortlich. Du kennst doch Seymod, oder? Ein anderer Roboter. Er kommt manchmal ins Lager. Er hat angedeutet, aber nicht bestätigt, dass es da ein bestimmtes Labor gibt. Ganz in der Nähe. Von dem aus wir auf das statische Feld zugreifen und steuern können. Muck. Also das war gar nicht sein Bruder. Aber er redet auch immer davon. Sauber, aber. Ey, ich hab geschlafen wie ein Baby.
Heute habe ich frei. Muck. Kann ich nicht viel machen. Bis du mir das letzte Teil für Gambler bringst. Tut mir leid. Nein, so war das nicht gemeint. Mach dir keinen Kopf. Lass dir Zeit, okay? Muck. Es fühlt sich gut an, mal eine Pause einzulegen. Wenigstens für eine Minute. Vielleicht nehme ich Pascha nachher zum Pilzesuchen mit. Kürzlich haben wir darüber beim Abhang gepunktete Pilze gefunden. Grün mit weißen Punkten. Die schmecken nach Knoblauch. Muck? Seid vorsichtig. Es ist gefährlich dort draußen. Yeah, we won't go far. Ja, vor allem können die sich doch nicht alles in den Mund stecken. I've been having good dreams lately. So. Von mir? I assume they're good anyway. I can't ever remember the details, but I'll wake up with a generally pleasant feeling. Mit einem Ständer bestimmt. Hope I fall asleep soon. Hope I fall asleep soon. Pascha ist auch nicht da. Go. Was los, was los, was los? Go find stuff. Oh, guck mal, sie hat eine Drohne. Guck mal da. Come on, dude. Gib mir das Ding. Was ist das? Hä? Ein Roboter? Oh ja, mein neuer Suchroboter. Sie sollte herumfliegen und kleine Pilze und Wurzeln und Pflanzen und so weiter aufspüren, aber gerade ist sie hauptsächlich daran interessiert, mir den Kopf, um den Kopf zu fliegen, wie so eine Fliege, weil ich stinke. Ich habe keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ich so stinke. Aber hoffentlich findet sie das bald zu langweilig, weil es nervt. Außerdem habe ich echt Angst, dass sie sich in meinen Haaren verfängt und das wäre eine Katastrophe, weißt du? Weil ich sehr sensible Kopfhaut habe, deswegen habe ich ja Pisse als Shampoo. Meistens kann ich meine Haare nicht mal kämmen, ohne dass mir die Tränen kommen. Oha. Muck. Moment, was macht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Oh nein, sie stürzt ab. Oh. Ah, great. Weg. Ich hole sie zurück. Oh, schon irre, dass ich schon wieder eine Erfindung verbockt habe, hä? Ja, vielleicht kommt sie ja zurück. Er will kaum. Oink. Ich rege mich immer noch. Ich rege mich noch nicht mal mehr auf. Es war zu erwarten. Alles mache ich kaputt. Ich bin ein Schwein. Wie sieht es denn mit dem Modul aus, das ich dir gegeben habe für dein Geschütz? Hat das überhaupt funktioniert? Bock. Es hat irgendetwas getan. Aber nicht das, was es sollte. Nö. Eink. Es könnte in bestimmten Fällen nützlich sein. Oh, das ist die schlimmste Art von Nützlichkeit. Es ist einfach, an etwas weiterzuarbeiten, selbst wenn man kein echtes Talent dafür hat. Sobald man die Vorstellung aufgibt, in einem Bereich gut zu sein, also so richtig gut, da bleibt einem nur noch das Handeln selbst. Die Handbewegungen, die Wiederholungen, die damit verbrachte Zeit. Und danach kennt man das Ereignis bereits. Es ist also egal. Alle wissen es. Niemand kümmert es. Nur mal wieder was vermasselt. Ich sage was Selbstironisches und ich bin uncool. Und wir lachen gemeinsam darüber. Es ist okay, weil es erwartet wird. Ich bin die tollpatschige Technikerin. Also ich bin das Schwein. Es ist einfach. Das Schwein. Buck. Ich habe darüber nachgedacht, aufzugeben. Keine Technologie mehr. Keine Tüfteleien. Muck. Weißt du, was ich möchte? Aus tiefstem Herzen? Was? Oink. Nun, ich arbeite gern mit den Händen. Das ist offensichtlich. Ich bastle gerne, forme gerne. Das Problem ist, dass ich ständig versuche, mechanische Funktionen einzubauen. Und deshalb würde ich lieber Dinge schaffen, die keinen Zweck erfüllen müssen. Nicht auf diese Art. Dinge, die einfach nur existieren, um zu existieren. Ich möchte Skulpturen erschaffen. Ich möchte eine Künstlerin sein. Dann schnitzt sie einen Kürbis. Die Vorstellung macht mir aber Angst. Ich kann... Wie kann ich denn eine Künstlerin sein? Das bedeutet... Was bedeutet das überhaupt? Wenn ich es laut ausspreche. Eine Künstlerin! Dann muss ich kichern. Das klingt total doof.
Ich bin nicht die Art Person, die einfach dazu entscheiden kann, eine Künstlerin zu werden. Ich bin eine Hinterwäldlerin. Nein, das bist du nicht. Doch, bin ich doch. Muck. Oink. Wenn ich anfange, Skulpturen herzustellen, ist es kein Witz mehr. Wenn ich scheitere, wird es nicht mehr lustig sein. Das wird wehtun. Muck. Du solltest es versuchen. Ich würde deine Kunstwerke gerne sehen. Wirklich? Ja, wirklich. Na gut. Hast du irgendwelche Vorschläge für mein erstes Werk? Ein Hasen. Oh, das ist cool. Muck. Ein Hoppelhasen. Auf einem unerforschten Planeten. Aber die Kolonie starb im ersten Winter an einem Virus. Und deshalb ist nur noch der Hase übrig. Oink. Zuerst hatte es Angst davor, alleine zu sein, aber so langsam genießt es sein ruhigeres Leben. Es bewegt sich immer nur im Hoppeln fort. Muck. Und es frisst jede Menge Gras, wird dick und rund. Oink. Das würde eine gute Skulptur abgeben, finde ich zumindest. I can make a horse. Ich kann einen Hasen erschaffen, sagt sie. Wish I had some pictures for reference. Ein paar Bilder als Vorlage. Hier. So. Hier. So. Wish I had some pictures for reference. Okay, tschüss. So, jetzt müssen wir nochmal in das Schiff rein. Hier, ich lasse einen Blob da. So, hast du jetzt, was du für mich hast? Sie wollte mir doch irgendwas besorgen. Oder? Aber ich kann gar nicht mit der reden. Ich dachte, die schenkt mir was. So, und du? Bist du fertig? Hello. Moin. You look well today. Danke für die Blumen. Ich weiß. Bleibst du normalerweise immer hier drin? Normalerweise. Muck. Ich kultiviere eine ganz besondere Düsternis. Sie hilft mir dabei, mich zu konzentrieren. Muck. Molly hat vorgeschlagen, ein paar Pflanzen hier reinzubringen, um alles etwas lebendiger zu gestalten. Ich mag Pflanzen. Ich auch. Sehr sogar. Um genau zu sein, liebe ich die Natur. Ich sehe hier aber keine Pflanzen. Ich wurde tief im Wald geboren. Jahrelang habe ich kein einziges Dach gesehen. Muck. Und wie kann eine Androide im Wald geboren werden? Hayward. Wie bitte? Freigelassen in meinem Körper. Freigelassen mit den Bäumen über alte Wurzeln, den Schatten und den heftigen Wind auf der Spur. Der Wald war ein Labyrinth. Ich nahm ihn mit meinen Augen auf. Aus meinen Wandern erwuchs Intelligenz. Muck? Was? Hä? Wovon redet die Alte? Was? Ich war eine von Dr. Haywards Druidinnen im schlummernden Wald von Nevern, bevor sie seine Forschung verboten haben. So wurde ich geboren. Oh. Und du? Woher kommst du? Twitch. Oh, das tut mir leid. Ich hatte eigentlich vor, nicht zu fragen, wo wir
wo wir alle, aber den Moment fühlte sich richtig an. Und ich bin natürlich neugierig. Okay. Das Problem ist nicht, dass ich nicht darüber reden möchte. Oink? Solange ich schlafe, bin ich mir über die Dinge im Klaren. Oder zumindest über ihre Form. Aber wurde auf den Rücken einer Landschildkröte geboren und ich kann alles sehen. Aber wenn ich aufwache, ist da nur die Nekro-Rüstung und sonst nichts. Die Art, wie sie sich bewegt, die Dinge, zu denen sie fähig ist, die Leute, denen ich helfen kann, nur das ist übrig. Interessant. Ich weiß noch alles irgendwie. Es ist irgendwo, aber so weit verdrängt, dass ich es nicht, es ist also besser, wenn ich es nicht versuche. Ist da vielleicht unsere Seele so reingegangen? Also das ist gar nicht unser Körper, aber unsere Seele ist da drin und sobald wir schlafen, sind wir in unserem Seelen... Oink. Vielleicht kann ich helfen. Dazu müsste ich allerdings einen Helm abnehmen. Mok. Nein, danke. Warum haben wir so eine Angst davor, unseren Helm abzunehmen? Oink. Es ist dunkel hier drin, nicht wahr? Nicht besonders heimelig. Muck, möchtest du einen Spaziergang machen? Das wäre nicht so einfach. Meine Beine funktionieren heute nicht sonderlich gut. Oh, das tut mir leid. Don't be. They're good legs. They've walked farther than most. Did it make sense? Did what make sense? Things I said. I feel like I say the wrong things. It made enough sense. What's a druid? Nothing. A name. An attempt to belittle Dr. Hayward's science. My eye keeps twitching. Bestimmt so. Also das linke. I don't see anything. It'll get worse. Ich habe manchmal so ein Muskelflackern im Auge, das ist so. It's difficult to exist. Sometimes it's okay. Sometimes, yes. So, wo gehen wir jetzt hin? Hier, ne? Oder hier? Erstmal hier, weil das, dann sind wir hier. Nee, dann sind wir hier, laufen einmal darüber und gehen da hoch. Oder wahrscheinlich dahin. Das würde ich sagen. Hier haben wir ja auch noch einen Weg und da. Also drei Wege haben wir insgesamt noch, ne? Ja, drei. Ja, müssten drei sein. Weil hier bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir da überhaupt irgendwie noch weiterkommen. Ach ja, und hier haben wir auch noch einen Weg, wenn wir irgendwie einfrieren haben. Überanstrenge deine Augen, wenig Schlaf, ständig nur Bildschirme vor Augen, deshalb... Oh. Hi. Na? Immer. Ich muss euch doch helfen. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass wir tatsächlich von diesem Mond wegkommen könnten. Es geht immer weiter, nicht wahr? Alles geht immer weiter. Nächstes Jahr gehe ich vielleicht zur Schule. Ist das nicht merkwürdig? Mock. Bist du jemals zur Schule gegangen? Ich wette, du kannst dich nicht erinnern. Ich bin nie zur Schule gegangen. Aber ich wollte es.
Echt? Auf Blieben gibt es eine Universität. Dort haben wir mal einen Zwischenstopp eingelegt und uns alles angesehen. Die Fakultäten für Geschichte und Philosophie sollten gut sein. Dafür interessiere ich mich. Ich habe mit der Professorin für Menschheitsgeschichte geredet. Sie war ziemlich nett. Aber da habe ich ja jetzt ein Fass aufgemacht. Sie meinte, ich sollte zumindest mal die Aufnahmeprüfung machen. Da solltest du. Oink! Es gibt so viel zu lernen, Muck. Gambler ist natürlich schlauer als alle und sie hat die halbe Geschichte selbst miterlebt, aber sie kann sie nicht erklären. Wenn sie sich an Dinge aus Urzeiten erinnert, kommt alles durcheinander. Sie vergisst den Kontext. Und ich brauche Kontext. Ich muss wissen, warum alles so ist, wie es ist. Du könntest mit mir kommen. An die Universität? Ja, warum nicht? Du kannst doch, du hast doch gesagt, dass du das wolltest. Es ist nie zu spät dafür. Muck. Überleg es dir wenigstens. Doesn't matter if you're a bounty hunter or a ghost or just a regular girl. If you want to go to school, you should go to school. We'd be roommates. Ein Zimmer teilen? Me and Charlie used to joke how the dorms would seem huge compared to our tiny rooms on Gambler. I'm serious. You can come with me. I'm serious. You can come with me. Ich hatte ja mal, weißt du das noch? Da habe ich noch in der Ecke da hinten gestreamt, im anderen Raum. Da hatte ich ja plötzlich dieses Augenflackern, nicht diesen Muskelflackern, sondern richtig das Augenflackern im Auge, wo ich einfach nichts mehr gesehen habe. Ich gesagt habe so, ich sehe nichts, ich kann nichts sehen. Aber schon lange her und zum Glück hatte ich das erst zweimal. So. Ich würde so gerne Stufen aufsteigen, ne? Aber da können wir leider nicht. So, wo wollte ich hin? Hier hinten, ne? Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich. Aber hier fehlt irgendwie was, ne? So, ich werde erstmal hier runterspringen, um die Wände abzuchecken. Okay, links ist schon mal, rechts ist schon mal nix. Hier ist einfach gar nichts, ne? Na gut, dann nicht. Ich meine, die Sachen, die ich da die ganze Zeit kaufe, die hätten ja nicht mal Not getan, ne? Weil... Wenn ich nichts, hier geht's jetzt hoch. Hier, guck mal, ha. Hi. Zack. Hier ist wieder eine Lichtschranke. Was soll ich sagen?
Ja, dadurch, dass ich ja die Sachen so kaufe hier, zum Beispiel das hier haben wir ja gekauft, ne? Hier mit erhöht die Reichweite, benutzen wir ja nicht mal. Ich habe nicht mal den Strom dafür, um das zu benutzen. Also völlig umsonst geholt. Warum ist hier eine Lichtschranke? Das verstehe ich nicht. Wird da schon wieder ein Boss nicht getriggert? Oder wenn ich einfach reingerannt wäre, wäre das zu gewesen, bis ich die drei getötet hätte. Ah, guck mal, hier geht das so hoch. Hier waren wir ja schon mal. Aber ich habe mich nicht getraut, reinzuspringen. Ja. Beziehungsweise wir hatten nicht den Doppelsprung. Bis hierhin warm war. Und dann kam ich da nicht hoch. So, und jetzt? Da lang. Hilfe! Mehrere Nano-Dinger. Okay. Okay. Die treffen mich ja nicht mal. Wie schlecht. Okay, ich glaube, der Weg führt jetzt dahin. Ach, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Erstmal nach rechts. Ein Schmetterling. Wow. Wow. Ah, hier speichern. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der Weg hier, denke ich mal, führt einmal hier oben lang und einmal nach unten bestimmt. Aber es ist so ein wunderschöner Schmetterling. Das ist doch ein Boss. Oder auch nicht. Ein wunderschöner Schmetterling. Oh. Schön. Das ist hier nicht so schön. Das ist nicht schön. Okay, warte. Ich fahre mich mal runter. Weil statt die Raketen nehme ich. Ich nehme mal beide Blobs. Mal gucken, ob das jetzt wirklich geht. Und mal so. Bis ich nicht mehr kann. Und jetzt? Nee, es geht nur das oder das. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann die weg. Dann nehme ich. Mit meinen drei Strom kriegen wir halt nichts, ne? Nämlich die Fliegen. Hey, der kann ja hochspringen. Aua. Komm, da einfach runtergesprungen. Müssen aufpassen.
Ich kann nicht schießen. Und ich will... warte mal. Wir hatten doch hier irgendwas mit Blitz, ne? Fügt Angriffen ohne Waffen. Das würde ich auch gerne haben wollen. Also ich könnte ja ein paar Sachen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf sowas hier verzichte, ne? Oder auf die Lebensanzeige. Auf Nanogel zum Beispiel, dann sind das ja auch schon mal 5 Hitzebildung. Führt der Weg wirklich darunter? Irgendwie bezweifle ich, dass der Weg dahin führt. Oder? Weil hier geht's ja wieder hoch. Ist das weg? Ah, hier geht's vielleicht wieder. Ist das vielleicht so ein Riesengebiet? So, Heiltrank? Ne, aber groß. Ah, jetzt kommen hier wieder diese Klapperdinger. Aua. Geh bloß weg. Na komm, scheiß drauf. Einmal Football gespielt. Mach mal kaputt dann. Die schreien aber auch immer, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, noch so ein Klappergeräusch. Da ist eine Lichtschranke. Hier kommt auch jetzt safe ein Boss. Ja, Lichtschranke wurde aktiviert. Okay, die erstmal weg. Hallo? Aua. Oh, 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 oh.